Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sons of the Forest mit Dorian. Es geht weiter auf der Spannensuche mit nach dem Katana. Ach du Scheiße, Digga. Ach, dann auf. Wir können uns ja unterwegs so ein komisches. Ich steck fest. Ich stecke fest. Hallo? Hallo? Hey, dein Dildo hat wieder Batterie. Ich dachte schon, vielleicht ist der Ding, dass der Server abgeschmiert. Nee. Du dummer Jude, weil du auf mir draufstehst. Ich bin gewundert, du Drecksau, Alter. Du Spacko. Oh Mann, ey. Was wird es hier irgendwas geben? Ja, Speicherplatz. Wie viel Uhr ist es denn? Spät. 17:27, lass es pennen gehen. Okay. Jetzt brauchen wir erstmal was zu fressen und was zu trinken. Hast du noch Essen dabei? Ja. Gar nicht. Ja, MREs okay. Und so ein Scheiß. Ja, meine ich ja. Achso, sonst hätte ich dir was gegeben. Okay. Dann müssen wir dann die hier essen, was auch immer. Gnädig von dem Spiel, dass ich wenigstens die Items noch benutzen darf. Leg mal deinen fetten Arsch hier. Weil meine Fackel ist ausgegangen. What? Ich musste sie erneut entzünden. Na ja, komm, vielleicht sind ja auch Sachen nachgespawnt bestimmt. Nö. Wir haben ja erst 20 mal neu gestartet, du bist da. Warum sollte ich dann was machen? Theorie. Du Frechdachs. Immer noch besser als ein Frechwaschbär. Ja. Keine Ahnung. Karte! Hast du aufladen können? Ja, mit Schläge. Nee, nimm du einfach den jetzt quasi in die. Du nimmst den in die Hand und drückst so. Eine Batterie. Oh, der removed die automatisch, Premium. Naja. Das ist nicht gut. Guck, der ist nur gestorben, weil die Air-Conditioner nicht funktionieren. Ja, das passiert, dann fallen die Dinger aus, der Air-Conditioner raus. So, Alter, was sieht so ein so trippiges Gym hier aus, Alter? Ach, so ein knuffiger auch noch. Ah, ich mach vielleicht mal nur die Fackel an. Komm her! Ah ja. Aber ich will heute mal Licht, Mann. Hui. Brenne, du Untermensch. Hast du ihn schon geht, auf einmal ist es eh weg. Ach nee, ist es. Na da. Ritzi, Schnitzi. Sollte ich wohl mal was anziehen? Weil jetzt ja wohl die Party startet. Nein, so doch mal mit kurz. Ach, da war ja was! Ja. What the fuck, was? Was ist denn? Ich muss Medikamente auch mal kurz schlucken und dann, genau. Friss. Mutantenrüstung anziehen. Hehehe, ich hab den Fall geklaut. Ja. Schnitzel. Schön, dass ich mal so einen kleinen Freundenschraum mache. Oh, ich hab nichts Schönes gerade von da hinten vernommen. Ich kann die Rüstung nicht anziehen, weil ich sie nicht anziehen konnte. Ja. Warum nicht? Ja, warum nicht? Das ist eine gute Frage. Vielleicht sollten wir den Hauptschüler, der dieses Spiel programmiert hat, einmal fragen. Vielleicht sollte man ihn fragen, warum man dieses Early Access Spiel für einen Vollpreistitel verkauft. Damit sie natürlich Geld in die Entwicklung stecken können. Ach so.
Ja. Ein Spiel, was angeblich schon so gut wie fertig war und nur kleine Feinheiten. Oh, ja, Trainingsanzug gefunden, Premium hier. Oh. Geil. Na, wer bist du denn? Hätte ich ihn aus der Toilette entlassen. Oh Gott. Wollen doch frech werden, ja? Verstehe ich das richtig, Kumpel Pansocke? Darfst auch gerne abkratzen, dankeschön. Was, das ist die Armut-Jupen. Aber diesmal wortwörtlich, weil du kannst meine aufheben. Da ist sie, ja. Könnt ihr. Rüstung. Ja, hol das Aldi-Feuerzeug raus. Finde ich sehr nett von dir. Ach ja, ich darf hier die Fleischsteine nicht anplatschen. Haha, ja, war ja was. Aber ich wollte nicht das Inventar-DLC gekauft. Upsi. Schämst du dich eigentlich nicht? Ich Dummerchen. Was ist Erstmal das? Was ist denn hier zwei St passiert? Tja, der hat wohl nicht ganz verstanden, wie diese Ballerbahn funktioniert. Würde ich auch nicht, to be honest, aber. Ja, ich. Doch, die geht dann zu und dann ist das. Oh, hinter uns. Hallöchen. Ich habe ihn mal angemacht, damit wir ihn sehen. Aua, das ist doch eine gute Idee. Ja, Peng. fertig. Halten wir fest, ich habe den finalen Schuss abgegeben. Wo ist mein Hast du den Pfeil hin? goldenen Schuss gesetzt, ne? Nimm mein Pfeil, du Wichser. Na, Premium. Scheiße. Haha, dafür habe ich sie eh wieder gedroppt, weil ich voll bin. Immerhin darf ich gnädigerweise, habe ich in der Free-Version, also in der Basic-Version von dem Spiel, konnte ich zumindest die Funktion lag, dann Medikamente einzunehmen. Bin ich ja sehr froh. Aber schon 2 Stunden beim Release die Seite aktivieren muss, um dieses Mistspiel zu kaufen, weil die zu dumm sind, einen Launch zu vorzubereiten. Weil, hey, wir könnten erwarten, dass das meistgewünschte Spiel des Monats irgendjemand tatsächlich noch spielen möchte. Das ist. Ist das aber nicht Steams Schuld gewesen? Ich weiß es nicht, ich meine, sie können es auch einstellen, dass es Pre-Buy oder whatever ist. Oder nicht, ich meine, dafür ist das doch da. Ja, gut. Ich meine, ich kann auch X Millionen Spiele momentan vorbestellen, aber, ne? Ja, nee, das nicht. Ich glaube, das war zu hoch für die Entwickler. Na. Vorbestellen, lass mal die Server finden, mal gucken, was sie aushalten. Ach. Das ist schon lustig. Ja, renne ich halt mit meiner Schwuchtellaterne hier um. Kuckuck, ich bin die Schwuchtelinspektion. Habt ihr auch genug LGBTQ-Flaggen aufgehängt? Sieht mir jetzt noch eine Flagge. Oh, Entschuldigung. Ich hab den Tisch geschlagen. Wie hab ich dich getroffen? Das ist eine sehr gute Frage. Ist egal. Ich könnte. Kann ich ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich könnte meine Rüstung droppen, aber haha. Jetzt habe ich mich immer schon in Fallout gefragt, wer zum Fick möchte aus so einem. Wer möchte das sehen? Wer möchte das sehen? Wer möchte das da sehen? Na klar, Wer? ne? Ja. Wo ist meine fucking Pistole? Das muss ja hier im Untergrund stattfinden und dann dachten sie sich zumindest ein bisschen Glas. Wer will das sehen? Ich Vielleicht wird weiß das es noch trotzdem. beleuchtet oder sowas. Ja, weiß ich nicht, aber. Nee. Normalfall, aber ist ja hier alles, der ganze Strom ist ja hier weg. Ja, Finde ich auch immer so ein natürlich. bisschen schade, dass man hier nicht die Energiezufuhr wiederherstellen kann. Ja, ich sag mal, achso, es sind Kerzen, hast du die. Oder sind das Kerzen? Nee, das ist einfach das ewig brennende Hier Licht. sind Judenviecher im Wasser. Oh. Okay, wieso hast du jetzt dein Tauchgerät angezogen? Bist du geistig behindert? Ja. So, dann lass uns mal hier die Treppen hochgehen. Ja, aber trotzdem, selbst mit Licht, weiß ich nicht, ob ich das sehen möchte, so to be honest. Ja, wenn da so, weiß nicht, so ein lilanes Licht drauf scheint oder so. Vielleicht, ja, Digga, Ja. was willst du machen, wenn du eh gezwungen bist, quasi deine Forschungsbasis hier unten in diese Scheißdreck zu haben? Was willst du denn machen? Ja, Man aber muss du ja kannst Glas wandern. da reinbauen und dann, oh, komm mal, ich kann mir die Höhle angucken. Wahrscheinlich gern einen großen Bildschirm oder was? Keine Ahnung. Würde ich mir lieber ein Porträt von Merkel aufhängen. Okay, so betreibt man nicht. Kann man die mal planschen? Ich komme hier nicht mehr raus, Brennen. Warum auch? Ja.
Haha, jetzt bist du wie bei den Sims, jetzt musst du sterben. Ach, hier. Oh. Wow. Mal gucken, ob ich den Scheiß doch an so viel aufhängen darf. Darf ich auch nicht. Geil. Ja, warum auch? Ja, meine hat einen ausgerüstet, ne? Sollte ich schon mal dankbar für sein. Ist ja ein bisschen Wodka, mit dem man sich zuschütten kann. Schade. Ja, dann lass uns mal quasi da hinten lang gehen. Hier als Wandverzierung, sowas kann ich verstehen, aber dass du einen fetten Raum einfach quasi offen lässt, so gesehen, mit Glas, um reinzuglotzen, ja, weiß ich nicht. Was ist das hier? So ein Zettel. Echt? Attention all Mr. Puffin desires all digital communication to be printed out. Do not leave digital copies of your communications on any devices and Ups. discard all of communications when done with them. Sincerely, Barbara Puffin. Ah ja, alles klar. Ja, weil der Ah wollte ja. hier irgendwas geheim halten. Der wollte wahrscheinlich seine geheimen Kinderfick-Experimente gemacht. Ja, hey, wir drucken das alles aus, aber da liegt also das nicht wohl rumliegen. Ich muss sogar wieder den. Dass es keine Taste gibt, um die Scheiße auszuziehen. Mein Gott. Oh. Oh, dann müssen wir da hinten lang. Das sieht gar nicht gut aus. Doch, hier ist Tanzball schon da Und ich habe eine irgendwo. Gitarre gefunden. Na, siehst du. Wenn ich sie jetzt hören könnte, wäre cool. Premium, ich kann mich Hey. schlagen. Brauche ich aber nicht. Cool, ich meine, ich höre sie, wenn ich sie spiele. Toll. Nicht die macht ein Geräusch, aber dieses Geräusch, wenn das, als wenn das nicht angeschlossen wäre. Ja, bei mir hat die gar kein Geräusch gemacht. Ja, aber ich habe irgendwie Aber ausgemacht. doch, ganz, ganz leise ist es. Toll. Soll ich dann per Video-Editing oder sowas rausfinden? Oh, hier ist überall Ach, Geld. übrigens, von wegen kein Licht und so, ne? Oh. Also, ich meine Ja. ja nur, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Muss man nicht verstehen. Ja, vielleicht ist das hier so das. Weiß ich nicht. Alter, was ist denn hier passiert? Ist der Ökostrom? Da hat jemand einfach literally jemanden, der die Gitarre in die Kehle runtergetrieben. Ja, der war kein Fan von Heavy Metal. Glaube ich auch nicht. Doch jemand hat jemand seine Musik nicht gemacht. Kann man hier durch? Oh ne, braucht man auch eine andere Karte. Ich bin mir jetzt das Blau. Jetzt wieder Geld. Was haben die denn hier gemacht, die Drecksschweine? Party. Glaube Party ich all auch. night. Überall mit Geldkoffern. Ja, reiche Säcke, was machen die mit Geld rumlaufen? Oh, Geisterschlüsselkarte gefunden. Was sind die? Oh. Wie heißt denn unser Gast? Halt mal still. Nein, gib mal hin mit der Fackel. Aber ja, wer ist denn dieser Spasti? Arnold Krant. Cool. Ich bin jetzt Arnold Krant. Du kannst nicht Ah das ja. Gegenteil behaupten. Bin mir Ich nicht hab einen sicher, ob ich das Ausweis. überhaupt möchte. Vielleicht können wir jetzt hier an die verschlossene Tür da. Hier ist noch was. Hier ist ein Nightclub, lass mal Hank, rein. after searching the entire facility, despite having much more important tasks to be focused on, we have managed to locate the golf clubs. Unfortunately, the golf balls still elude us. Miles Goldstein, ein Jude hat das geschrieben. Ich will in den Nightclub, hallo. Oh, nee, kann man nicht. Okay, dann mal Ich gucken, will wie es es auch hier. nicht probieren, bei dem Spiel glitscht man bestimmt fest und stirbt dann. Ne, nee, keine gute Idee. Mal gucken, ob wir jetzt hier reinkommen. Ah ja, Premium. Klopf, So, die Tür geht auf, bevor ich die Karte ranhalte, Premium. klopf. Ist die Hose hier als Ist Tür. sehr, sehr durchdacht. Oh, Juden. Ups. Was ist das? Last Will and Testament of Edward Puffton, Virginia Puffton. I leave to Virginia. Oh, so, okay, nur der Alten. Der hat nur seiner Tochter alles gelassen. Vielleicht ist da ja, weißt du, eine Conspiracy am Ongoing. Schrotflintenaufsatz gefunden, Dass alles du das klar. überhaupt lesen kannst, Alter. Ich kann davon nicht fucking Wort lesen. Doch, ich kann das lesen. Ich bin sehr, Alter. ein sehr, sehr merkwürdiges. Manchmal kriege ich die größte Scheiße nicht hin und manchmal echt Adler. Das darf ich mir dann in der Pre-Production angucken. Ne? So. Dann kann man kurz gucken, was man hier auf die Schrotflinte packen kann. Guck mal, hier läuft sogar noch irgendwas. Der Gaming-Rechner läuft hier sogar noch. Der Gaming-Rechner.
Read this ASAP. Keep an eye on. Warte, ich muss die Pistole finden, um reinzuzoomen. Gefunden. Hilft nicht wirklich. Read this ASAP. Keep an eye on Jian Zhu. He may be working for Sahara. Nein, nicht für die Sahara. Oh Gott, wir haben jemanden, der für die Sahara arbeitet. Um Gottes Willen. Sollst du es irgendwas sagen? Na, wer rät das Spiel? Ich nicht. Siehst du eigentlich meine Laservisier hier? Ja. Geil. Ich will auch ein Laservisier. Ach, warte. Oh, ich darf die Pistole ausrüsten. Aber nicht die Visiere. Das DLC habe ich dann doch wieder nicht. Today was a good day. Oh, yeah. A good day, ja, das glaube ich auch. Today is a good day to die. Ob wir da alle rein können. Oh, wer bist du denn? Juden, oh Gott. Du bist ja süß. Du bist richtig heiß. Na, du kleiner Hoden-Kobold. Erstmal wissen, wie man es hier bei dem Scheiß denkt, hast du. Getroffen. Lappen. Uhren suchen. Ich glaube, mit dem Zielen wird das noch abgefuckter. Wenn man kniet. Oh, hast du Schmerzen? Oh, ich hoffe, du hast Schmerzen. Oh, jetzt hast du. Okay. Ich habe es vielleicht übertrieben und eventuell habe ich die Leiche durch die Wand geschlagen. Tut mir leid, deine Pfeile sind, glaube ich, weg. Echt? Manchmal habe ich meine eigene Kraft nicht unter Kontrolle. Kann ich verstehen, ich auch nicht. Hier geht's in ein Dunkelland. Die Lampen sind zwar, aber man sieht trotzdem nichts. Dunkelland ist abgebrannt. Oh, das ist der Swinger Club. Deshalb liegt überall Blut, das ist von den Regeltagen oder was. Oh, E-Mail collected, oh ja. Here's another one, Artifact 2. Oh ja, eine Sonne, ein Auge und Hitler, alles klar. Ich hab dir mal heimgeleuchtet. Ich hoffe, das wird ein Rätsel und man muss das nachher sich merken. Oh ja. Was ist jetzt hier? Kinoraum. Geht's hier vielleicht am Ende? Oh, und das ist Muschiklaus. Oh, wie süß. Hast du mal Licht? Einstellen auf Schrotkugeln, auf Flinten. Ja, wie gesagt, mach das Licht aus, dann siehst du genug mal. Schrotkugeln oder Flintenlaufgeschoss bei Muschiklaus? Guck mal, da oben links sind Pfeile. Woher soll ich das wissen? Mach mal Schrotkugeln. Hallo. Oh, er hat Babys bekommen. Oh ja. Doch, Schrotkugeln. Ich kümmere mich um die Eisbabys. Ja. So. Aber guck mal, hier oben an der Decke, da sind Pfeile. Ob das wohl deine sind? Wahrscheinlich. Nee, ist ein Armbrust. Ah, ich bin voll. Ah, okay. Finden wir vielleicht die Armbrust? Ich hab schon komplett vergessen, was wir eigentlich gesucht die haben. Die Kettensäge ist hier. Achso, oh nein, hast du sie? Oh lol. Ja, ja gut. Wow, das ist big, lol. Wie mein Ding. Oh nein, das ist auch eine Elektrokette. Ja, ja. Guck mal, die hat so einen grünen Ding ins Kirchens. Ich sehe es, wenn man so macht, die mehr Schaden oder? Nein, niemals. Wo ist sie? Weil wo genau im Inventar? Ja, genau. Wo ist sie denn überhaupt? Ah, sie ist links bei den Bögen. Ich darf sie auch anwählen. Also eigentlich macht sie überhaupt keinen Schaden, so gesehen. Aber ich schätze mal, fürs Bäume fallen wird sie kurz sein. Habe ich noch auf die 3 gepackt? Noch gar nichts, dann packe ich die Kettensäge auf die 3. Willst du hinten Muschiklaus skinnen? No, ja, gerne. Komm. Ich mein, du kannst meine auch wieder einsammeln. Falls wir nicht durch die Wand klatschen. Na, ich glaube, die ist durch die Wand geklatscht. Hey, tja, oh. So viel dazu. Trotzdem kann ich eine anziehen. Eine ist besser als keine. Ja, wird auch gerne eine anziehen, aber naja. Ja, geht ja leider nicht. Nicht jeder kann sich die Super Premium DLC des Spiels leisten. Ja. Was soll ich dazu sagen?
Fick mich, was? Nee, das nicht. Wo geht's denn hier lang? Wäre doch lustig, wenn wir jetzt aus dem anderen Raum immer rauskommen. Oh Gott, ey, es Oh, geht los. Juden. Hinter dir. Ja. Weg mit die Viecher! So. Muss man eigentlich auch mal wieder einen Speer craften. Ich finde ein bisschen schade, dass man keinen Speer finden kann, der irgendwie schon vorgebaut ist. Also so einen besseren hat. So einen ultra super modernen Speer. Jetzt hier denn doch alles? Oh, tolle Hölle. Ich will alles und noch mehr und da sind Babys. Nice. Lässt sich noch ein paar Mal treffen. Cool, endlich wieder eine Höhle. Ich hier dich hier lang. Ja, ich baue mal kurz besser ein Bettylein auf. Wollen wir vielleicht auch mal einen Neustart mit den Sachen benutzen, was? Ja, gerne. Ja, deshalb ist er. Lass mal kurz. Oh, Bett kann ich hier gar nicht aufbauen. Lass wir jetzt zurückgehen. Dann kaufe ich mir schnell die DLCs. Mal gucken, ob man vielleicht hier irgendwo. Ja, hier sollte ja genug Platz sein. Ja, doch. Geil. Hallo? Jetzt. Ein Stückchen reicht im Regelfall auch aus. Ach so, ja. Und damit endet eine weitere epische Folge The Forest, Sons of the Forest, pardon. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem magischen Katana und ich habe versucht, ein bisschen die Bilder aufzubessern, dass man sie besser erkennt, aber ich glaube, das ist mir nicht wirklich gelungen. Naja, scheiß drauf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge Sons of the Forest wieder. Bis dahin, tschüss.